Ich bin Wilfried Schließer, wohne seit vielen Jahren in Schönheide, stamme aber aus der Oberlausitz in Zittau und möchte eine Geschichte erzählen, die mich auch heute noch sehr bewegt. Gegen Ende des Zweiten Weltkrieges wurden im Rahmen des Luftschutzes, zumindest in großen Städten, sogenannte Luftschutzdecken verteilt. Das war in Schlafdeckengröße, ein ziemlich grobes Gewebe, das zumindest in bestimmten Situationen vielleicht Schutz geboten hätte, aber angeblich auch nahezu unbrennbar imprägniert war. Mit diesen Luftschutzdecken beginnen meine Erinnerungen. Es war im Jahr 1945. Meine Mutter war bereits vor 2 Jahren verstorben. Mein Vater war Soldat und meine Schwester, die war damals 4 Jahre alt, ich war 9 Jahre alt, wurden von einer Frau betreut, zu der wir sehr schnell eine liebevolle Beziehung aufbauen konnten als Kinder. Und sie war für uns über Jahrzehnte hinweg dann immer Tante Käthe. Tante Käthe hat uns in Zittau betreut, aber ihr eigentliches Zuhause war in Dresden, in einem großen Mietshaus, das aber direkt an der Elbe lag. Tante Käthe fuhr in großen Zeitabständen von Zittau nach Dresden, um in ihrer eigenen Wohnung nach dem Rechten zu sehen. Ein einziges Mal hat sie uns ausnahmsweise mit nach Dresden genommen. Und das war im Februar 1945. Und womit niemand gerechnet hatte, das geschah am 13. Februar, spätabends. Nicht ganz ungewohnt, heulten wieder die Sirenen, Fliegeralarm. Die ganze Hausgemeinschaft versammelte sich daraufhin wieder im Luftschutzkeller. Aber sehr bald merkten wir, es passiert diesmal viel mehr, als bisher bei solchen Alarmen passiert ist. Von vielen Bomben, die wir teilweise von ferne, von über Explosionen hörten, wurde das Haus erschüttert. Und als der erste Angriff nach gefühlter 1,5 bis 1 Stunde vorbei war, kehrten wir in die Wohnungen zurück und stellten fest, im ganzen Haus gab es keine einzige intakte Fensterscheibe mehr. Die hatte der Luftdruck alle zerstört. Auch Türen waren teilweise ausgehebelt und die Alten, die also im Hause waren, bemühten sich sofort zunächst einmal, die Fenster dicht zu kriegen. Wir 2 Kinder wurden in den einzigen noch halbwegs intakten Raum gelegt. Das war ein kleines Badezimmer. Meine Schwester wurde in die Badewanne gebettet und ich in einen Liegestuhl. Gott sei Dank, es ist erstmal alles vorbei. Aber es dauerte nicht lange, heulten die Sirenen wieder. Genau genommen, so hat man uns berichtet, gab es nur noch eine einzige intakte Luftschutzsirene in Dresden und die war glücklicherweise in unserem Wohngebiet, sodass wir rechtzeitig gewarnt waren. Viele andere sind erst durch den Angriff selber aufgeschreckt worden. Also ging es wieder in den Luftschutzkeller. Wir hatten immer dabei gepackt in einen Wäschekorb die wichtigsten 7 Sachen. Und darauf lag also auch eine solche Luftschutzdecke. Im Keller merkten wir sehr bald, es kommt noch schlimmer als beim ersten Mal. Es schlägt alles noch viel näher ein. Wir Kinder und wohl auch die Erwachsenen mussten uns im Bauch, auf den Bauch in den, auf den Boden legen, auf die Luftschutzdecke, Mund auf, um dem Luftdruck, der also sich jederzeit einstellen könnte, zum Schutz der Lunge die geringstmögliche Angriffsfläche zu bieten. Wir Kinder hatten sogenannte Gasmasken. Das waren aber reine Stoffbeutel,
die also einem wirklichen Gasangriff niemals standgehalten hätten, sondern bestenfalls als Staub oder Schutz gedient hätten. Nachdem alles vorbei war, also Ruhe draußen einkehrte, sind einige nun gegangen, um im Haus zu gucken, was los gewesen ist. Und sie kamen zurück, wir müssen alle raus, das Haus brennt. Also wurde der Wäschekorb angesagt, ich musste ihn mit meiner Tante Käthe zusammen tragen, an der anderen Hand hatte sie meine Schwester. Und wir verließen das Haus in Richtung Elbwiesen, die uns dankenswerterweise relativ schnell Schutz geboten haben. Im Hinausgehen, und ich war mit 9 Jahren neugierig genug, obwohl ich mich möglichst nicht umsehen sollte, mich umzugucken, sah ich im Hauseingang des Nachbarhauses eine Gestalt hocken. Ich erkannte erst viel später, das war einmal ein Mensch, der die Flucht aus dem Feuer nicht mehr geschafft hatte. Auf den Elbwiesen angekommen, wurden wir Kinder hinter den Wäschekorb gesetzt und mit dieser Luftschutzdecke zugedeckt. Und wir sollten möglichst von dem Ganzen nichts sehen. Ich war aber zu neugierig, um da nicht immer mal wieder vorzugucken und habe nun über mehrere Stunden die ganzen Straßenzeile und alles, was man überhaupt von dem Ort aus sehen konnte, niederbrennen sehen. Schließlich gegen Morgen gelang es meiner Tante Käthe, wie durch ein Wunder einen Polizeischieb aufzutreiben mit Fahrer. Da halfen ihre Kenntnisse und Verbindungen zur nahegelegenen Polizeikaserne. Und der hat uns dann am frühen Morgen in den Stadtrand von Dresden gefahren, nach Laubegast, sodass wir dort erst einmal relativ sicher untergekommen sind. Im Laufe des gleichen Tages tauchten dann noch andere bekannte Dresdner an der gleichen Adresse auf, sodass wir dort in einer ziemlich großen Familie dann die nächsten Tage dort zumindest kampieren konnten. Alle Versorgung war in Dresden ausgefallen. Die Männer haben dann aus Ziegelsteinen und einem Stück Blech vor dem Haus eine Grube ausgehoben und darauf einen provisorischen Herd gezimmert, sodass wir darauf überhaupt Essen kochen konnten. Denn diese damals neu gebauten Häuser hatten schon keinen Küchenherd mehr, sondern einen Elektroherd und Strom gab es nicht. Es war im Prinzip fast jede Nacht wieder Fliegeralarm. Und da diese Häuser nicht sehr fest gebaut waren, hatten wir Angst, in diesen Häusern zu bleiben und sind jede Nacht hinaus aufs freie Feld gewandert und haben von dort die weiteren, nicht mehr so heftigen, aber doch immer wieder stattfindenden Angriffe beobachtet und überlebt. Nach etwa 2 Wochen war es überhaupt erst möglich, Dresden zu verlassen und Tante Käthe hatte sich entschlossen, nicht wieder mit uns nach Zittau zu gehen, sondern zu ihren Eltern nach Magdeburg-Kirchen. Nach etwa einem Jahr ist mein Vater aus Kriegsgefangenschaft zurückgekommen und wir sind zurückgegangen nach Zittau, wo uns Tante Käthe dann zunächst verlassen hat, um in Franken für sich eine neue Heimat zu suchen. Da wir zu ihr eine sehr innige Beziehung aufgebaut hatten als Kinder, ist diese Verbindung trotzdem nie abgerissen. Wir waren brieflich im Kontakt über alle Jahre und haben auch uns mehrfach gesehen und nach der Wende dann häufig besuchen können. Tante Käthe ist hochbetagt letztlich in ein Altersheim gezogen und ihre Wohnung musste aufgelöst werden. Ich war bei der Auflösung dieser Wohnung dann dabei, eine bekannte Familie, die sich sehr um Tante Käthe auch gekümmert hatten. Wir haben das gemeinsam gemacht. Und da kam aus einem Schrank diese Luftschutzdecke wieder zum Vorschein. Und die Bekannten sagten sofort, diese Decke hat Tante Käthe
in hohen Ehren gehalten, denn darunter haben damals die Kinder gesessen. Ich habe diese Decke dann an mich genommen, habe sie selbst fast 20 Jahre lang hier aufbewahrt. Und als zum 70. Jahrestag des Geschehens in Dresden Aufrufe waren, über Zeitzeugen sich zu melden, habe ich mich ans Militärhistorische Museum gewandt und habe ihnen erzählt, was ich habe, und dass ich dazu auch die Geschichte erzählen kann. Sie haben diese Decke am Ende zusammen mit der von mir berichteten Geschichte letztlich dankbar aufgenommen und in den Museumsbestand übernommen. Es gibt also hier das Übernahmeprotokoll für diese Decke und es gibt auch eine schriftliche Aufzeichnung, die vom Museum angefertigt worden ist, nach Stichworten des von mir geführten Gespräches. Und das ist also dann die ganze Geschichte, die in Dresden verankert ist und die mich immer wieder, auch heute noch, sehr bewegt. Dieses Bild zeigt eine Situation, die mich viele Jahre später aus eigener Ansicht besonders erschüttert hat, denn ich bin oft dann 1950 bis 1954 und später mit dem Zug quer durch Dresden gefahren, Altstädter Bahnhof, Neustädter Bahnhof, und habe zunächst ja immer nur das große Ruinenfeld gesehen. Und irgendwann waren diese ganzen Ruinen platt gemacht und es war erschütternd, durch das ganze leere Dresden durchsehen zu können.